96 Folgen, 96 Mal Fun, Fun, Fun. In dieser Woche geht es um das Freizeitmagazin Royal, die grandiose Idee einer Super League, das übertriebenste Spiel aller Zeiten und natürlich haben wir auch Herr der Ringe News im Portfolio. Zum Abschluss geht es wie gewohnt um die Gaming-, Streaming- und Film-Highlights des nächsten Monats. Steinwurf im Glashaus. Liebe Steinis im Wurfi da draußen, herzlich willkommen zur Folge 96 von Steinwurf im Glashaus. Neben mir ist Mirko. Das ist, wow. Das war ein großer Energieabfall. Das ist jetzt so offiziell die Folge, wo wir auch keinen Anspruch mehr haben, wo wir einfach sagen, ja komm. Deswegen bist du ja hier. Jetzt setz dich hin, jetzt mach mal hier anderthalb Stunden, sei mal lustig und hau auch wieder ab jetzt. Sei mal lustig, Pavelka. Ist der Moment, wo man sich überlegt, kann man auch in doppelter Geschwindigkeit aufnehmen? Das kann man machen, aber dann ist die Sprache manchmal ein bisschen unverständlich. Vor allem, wenn die Leute jetzt auf zweifache Geschwindigkeit hören, dann wird es sehr, 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 sehr schwierig, unsere Sprache noch vollständig zu verstehen. Das Problem ist auch, dass es inhaltlich, also quasi, wenn du doppelt so schnell sprichst, halbiert sich der Inhalt. Das ist halt relativ oder absolut gesehen? Na, schon relativ. Also oh. Es wird halt noch mehr Bullshit. Ja. Und einfach weniger Zeit pro Wort hast, um nachzudenken. Ist schwierig. Und damit herzlich willkommen zu Steinwurf im Glashaus. Der April, ich mach mal so eine Einleitung, ne? Ich hole mal so einen Rundumschlag. Der April geht vorbei. War ein wilder Monat, wie man sagt. Wild mit Y, das ist wichtig. Auf jeden Fall. Crazy Wetter war auch. Und ich bin zu laut? Ja. Okay, du hast gezeigt, ich bin zu laut. Was ist bei dir so passiert im April? Boah, schwierige Frage, denn tatsächlich es ist Lockdown, eigentlich gar nichts. Also ich bin jeden Tag wieder neu schockiert, wie weit das Jahr schon wieder vorgeschritten ist. Und für den Rest, ja, war es das auch schon mit der Aufregung pro Tag. Ich habe 2 Wochen lang keinen Sport gemacht, weil ich ein faules Stück Scheiße bin und habe jetzt die letzten beiden Tage wieder angefangen. Das war es dann auch. Ich war auch erstmal raus, ein bisschen krank und so, ein bisschen geschwächelt. Es ist schön, dass ich das jetzt erfahre. Wie? Achso, ich dachte, du bist jetzt krank. Nee, auch nicht hardcore krank, aber so ein bisschen, ich sag mal, körperlich geschwächt. Schwindsucht, Malaria, das Übliche im Frühling. Die normalen Frühlingsbewehchen, die man so hat. Man kennt sie. Heuschnupfen, Bluthusten. Was bei mir tatsächlich der spektakulärste Fall in der abgelaufenen Woche war, ist, dass ich mir ein neues Auto gekauft habe. Ui, das ist tatsächlich sehr spektakulär und hast du mir tatsächlich auch nicht vorher erzählt. Was ist es für ein Auto und was bedeutet das für deinen grünen Flitzer, der dir doch so eher die Treue gehalten hat, er nicht unbedingt. Der hat dich schon ordentlich im Stich gelassen, gerne mal. Das war der Judas unter den Autos, ja. Das bedeutet für meinen grünen Flitzer, dass der grüne Flitzer nicht mehr flitzen wird, sondern in einem handlichen Würfel irgendwo auf irgendeinem Platz liegen darf. Ripp. Ja, es wurde jetzt ein bisschen zu viel. Dann ist die Warnleuchte zu oft angegangen und irgendwann wird es sehr schwer, die Musik zu verstehen, wenn alle möglichen Warnlampen die ganze Zeit piepen und blinken und so. Dann dachte ich mir, it's time for a new one. Es ist ein Ford Fiesta, der neue. Ich komme aus einer Ford-Familie. Also mein Vater hatte einen Ford und meine Mutter hatte mehrere Fords, nicht gleichzeitig, aber hintereinander. Mein Bruder hatte 2 Fords hintereinander. Nicht gesponsert. Was? Und jetzt wurde es Zeit, dass ich mir tatsächlich selber einen Ford hole. Da ich aber, also auch bei meinem Auto, absolut nur den Stauraum brauche, den der Beifahrersitz bietet, habe ich jetzt mal keinen Mondeo Kombi genommen oder was es da gibt mit 8000 Liter Fassungsvermögen, sondern halt einen Kleinwagen, der doch relativ groß ist, gefühlt. Vielleicht, wenn nicht so viel Müll drin liegt. Ich gebe ihm mal eine Woche. Aber der hat alles. Also ich habe ja bisher, der hat sogar elektrische Fensterheber. Ich kann den Kofferraum benutzen. Also bei mir klemmt der bei meinem Auto. Deswegen finde ich selbst das schon krass. Und das ist jetzt wahrscheinlich für die Zuhörer nicht so lustig, aber es beschreibt so dich. Dieses, ja, also er hat einen Kofferraum, aber der klemmt halt, ne? Ja. So. Schon ein Upgrade jetzt. Okay. Und ja, der hat Milliarden, also mein Auto hat einen Knopf.
Der ist für die Heckscheibenheizung und da gehen so ungefähr 5 von diesen Heizlinien von vielleicht 10. Das ist der einzige Knopf in diesem Auto. Dein Auto ist auch einfach ein absolutes Rumpfding. Aber das finde ich, das hat, dadurch hat es so einen Charme. Tatsächlich. Es hat auch eine Uhr, also mein Auto aktuell, so eine Digitaluhr. Leider, steht in der Anleitung drin, hat nur die Deluxe-Edition ein Rädchen, womit man die Uhr verstellen kann. Das heißt, da, es ist so ein Armaturenbrett drin und da, wo man die Uhr verstellt, ist halt einfach kein Rad. Also das einzelne so Kilometer. Links wäre halt laut Anleitung so ein Deluxe-Rädchen, um die Uhr zu verstellen, aber das ist nicht da. Ja, schade, dachte ich mir schon mehrfach, weil das manchmal ein bisschen irritiert, wenn ich dann los war und es irgendwie 0:07 oder so. Der neue, also Milliarden Knöpfe. So selbst die Knöpfe haben Hebel und an diesen Hebelchen sind wieder kleine Knöpfe, wo man, glaube ich, alles Mögliche verstellen kann. Das ist Spurhaltesystem, Tempomat, Sitzheizung, Heckscheibenheizung, ja, Frontscheibenheizung, Lenkradheizung. Haben wir verstanden, wie alt ist er denn? Viele, viele Heizungen, Klimaanlage hat er auch. Ich will ihn nicht verkaufen, aber es klingt gerade so. Bisschen. Von 2020, extrem neu. Eieiei. Also gebraucht natürlich gekauft, weil ich kaufe ja keinen Neuwagen, wie viel Geld soll ich haben. Einen guten Fang gemacht. Und ja, der ist, die Farbe ist auch gut, Obsidian Metallic ist es tatsächlich. Nett. Ja, schwarz, es ist schwarz. Aber offiziell steht tatsächlich drin Obsidian Metallic, was mir deutlich lieber gefällt. Auf jeden Fall, aber schwarz ist, finde ich, mein erstes Auto hatte auch einen schwarzen Lack und es ist mir sehr ans Herz gewachsen. Es ist leider, es war halt nicht mehr unter uns seit letztem Jahr. Die aufmerksamen Zuhörer das leider schon mitverfolgen konnten, das große Drama. Du hast es in ein Boot gepackt und den Bruinen runtergespült. Ja. Dass es den Wasserfall dann hinunterfiel und Faramir es irgendwann entdeckt hat, das Auto. Ja, und vor allen Dingen, seitdem habe ich ständig Drohbriefe von irgendwelchen Umweltschutzaktivisten, die sagen, du hättest da wenigstens den Öltank ausleeren können. Ja, sorry Leute, das war mein erstes Auto. Beim nächsten Mal weiß ich's. Nee, das ist groß für mich. Vor allem ist das super aufwendig. Und das sag ich, wobei mir, glaube ich, der Autohandel ungefähr 95% der aufwendigen Arbeit abnimmt, indem man das Ganze ummeldet und so weiter. Aber du musst dann ja die Versicherung. Dann brauchen die das und die brauchen eine Typschlüsselnummer und der braucht eine Herstellerschlüsselnummer und boah, das, also ich hasse Aufwand, ich hasse vor allem Bürokratie, das ist nicht meins, ich hätte gern jemanden, der das für mich macht. Oh ja. Dieser Akt, ein Auto einfach nur umzumelden, so wenn es nach mir geht, gebe ich das halt ab und fahre dann das Neue, ich muss das, ja, jetzt, boah, ich will einfach nur fahren. Es ist mir auch eigentlich egal, was es für Funktionen hat, in diesem Fall hat es sehr, sehr viele, von denen ich wahrscheinlich die allermeisten niemals benutzen werde. Aber ich möchte halt einfach nur von A nach B kommen. Und mir ist, ehrlich gesagt, das Auto am Ende auch relativ egal. Ja, jein, weiß ich nicht. Also grundsätzlich, ich glaube, wenn man ein Auto einmal fährt, hat man so eine gewisse emotionale Bindung dazu. Aber vorher habe ich überhaupt gar keine dazu. Also vorher ist mir tatsächlich auch egal, welches Auto es ist. Aber sobald ich einmal drin gesessen habe, habe ich eine Meinung. Also wenn es dir dann gehört oder wenn du Probe fährst schon? Auch wenn ich Probe fahre. Dann ist es dir schon ans Herz gewachsen. Nicht unbedingt ans Herz gewachsen, es kann auch abstoßend sein. Ich habe zum Beispiel, meine Eltern haben auch jeweils ein Auto. Und mein Vater fährt ein Kia, was auch immer. Den fahre ich total gerne. Richtig geiles Auto, habe ich voll Bock drauf. Meine Mutter fährt eine SUV, auch ein Kia. Ein Hyundai. Wie scheiße. Fahre ich also überhaupt nicht gerne. Fährt sich für mich wie Arsch. Wobei mir doch Hyundai, dadurch, dass das mein erstes Auto war, eigentlich näher am Herzen liegt. Fährt sich wie Arsch, das ist auch gut. Ja. Das ist nicht angenehm. Das macht qualitative Meinung. Solltest du für ein Automagazin schreiben? Ja, ich wurde ja des Öfteren schon angefragt von der Autobild und der ADAC-Magazin. Ich habe immer abgelehnt und gesagt, meine Leidenschaft gilt den Topfpflanzen. Mein Highlight in dieser Woche, die Story habe ich erst Mitte der Woche gelesen, wenn wir aufnehmen, also gerade erst quasi. Querdenker haben, also wurden mal wieder reingelassen von irgendwelchen AfD-Fuzzis und haben sich dann auf der Tribüne breit gemacht und haben so quasi leak-mäßig die Debatte gefilmt mit dem Handy, was übrigens illegal ist, und haben das dann hochgeladen. Und die Leute haben sich dermaßen drüber lustig gemacht, denn die allermeisten Kommentare unter diesem krassen Leak-Video, das die Realität im Bundestag zeigt, war,
Ja, Leute, also es gibt halt einen HD-Stream, der parallel mitläuft. Es ist, glaube ich, die unnötigste Undercover-Aktion ever. Vor allem auch richtig scheiße. Also stell dir vor, du sitzt ungefähr 50 Meter von etwas weg, hältst das Handy so auf Hosentaschenhöhe, kippst es so ein bisschen, damit du was siehst, aber dann auch nichts siehst, außer so ein unscharfes Hosenbein und wackelst dann die ganze Zeit damit und kommst gegen das Mikro. Ungefähr so gut ist dieses Video. Und naja, es gibt halt einen HD-Stream, der Zugriff auf die Mikrofone da hat. Das, naja. Das ist, ja, aber das sagt einiges über Querdenker aus. Ja, mit so einem Joke bist du ja auch viral gegangen. Möchtest du dir nochmal erzählen? Oh Gott, habe ich den noch? Ach, denkste quer, nervste mehr. Denkste quer, nervste mehr. Da warst du bei Valulis. Können wir nochmal erwähnen? Man muss ja Folge immer mal wieder hervorwühlen. So ein bisschen wie so ein Schrank von Trophäen. Sollten wir vielleicht später, wenn wir ein eigenes Museum haben, was ich übrigens anpeile. Auf jeden Fall. Ist kein großes Museum mehr, so ein Heimatmuseum, sag ich mal. So ein Raum in irgendeinem Pfarrheim, wo so ein paar Sachen an der Wand hängen. Und da ich dachte eigentlich schon ans MoMA in New York, aber gut. Ja, wir können ja auch erstmal bescheiden anfangen. Ja, vielleicht das Pfarrheim. Da stehen dann so ein paar Pokale drin, die wir gesammelt haben oder gekauft haben. Das interessiert am Ende auch keine Sau. Irgendwelche Fotos. On a related note, kann jemand von euch gravieren? Wir haben da noch so ein paar Ideen in der Hinterhand. Ein deutscher Podcastpreis letztes Jahr ging nicht an uns. I doubt it. Hast du eine Idee für ein Museum? Würdest du irgendwas ausstellen, was Steinwurf im Glashaus Bezug hat? Eine Dose Mais. Dose Mais auf jeden Fall. Ein Poffertjes, nee, der wird nicht ausgestellt, sondern der wird benutzt. Poffertjes. Vor einem Café, ja. Dingens, genau. Ein Museum hat ja meistens so ein Mini-Restaurant, so ein Bistro. Genau. Ja, unser Logo natürlich überall auf Merchandise. Es geht eigentlich nur um Merchandise. Eigentlich ist es kein Museum. Wir stellen eine Dose Mais aus und für den Rest ist es so ein Shop. So ein Fanshop. Steht dann irgend so ein gelangweilter Rentner, der alle 5 Minuten Raucherpause macht und ja, am Tag 2 T-Shirts verkauft und ein Etui, wo unsere Gesichter drauf sind. Top 3 Merchandise-Sachen, die du gern von Steinwurf im Glashaus hättest? Spontan. Ich beginne einfach mal mit dem dritten, damit du einen kurzen Moment zum Nachdenken hast. Das wäre so eine Art Spieluhr. So ein kleiner Kasten aus Holz, ganz altertümlich. Du klappst das auf und da stehen wir beide als kleine Metallfiguren, die sich so umeinander drehen und dummes Zeug labern. Das wäre schön. Das war's. Das und hat was. Dann wird der Podcast gespielt und wenn du zuklappst, das hat vielleicht auch Connection zum Internet. Das kann man, glaube ich, ein bisschen ausbauen. Dann können wir es auch als Deluxe Edition für 129 Euro oder so verkaufen. Und das hat Connection und immer, wenn du es aufmachst, spielt er quasi die aktuelle Folge ab. Das wäre geil. Und dabei drehen sich aber noch so Figuren. Einfach so, aus Prinzip. Not bad. Ja. Eine Tasse. Ich bin einfach ein Fan von Tassen. Ey, ganz ehrlich, kannst du die nicht für 3,99 € in irgendeinem Online-Ding mit einem JPEG bestücken und dir bestellen? Ja, natürlich könnte ich das machen. Aber das ist too much? Naja, ich hab's halt noch nicht gemacht, weil ich irgendwie... Why not? Also wir haben tatsächlich ein einziges Merch-Stück gibt es. Das ist begrenzt auf 2. Limited. Limited Edition für uns beide. Das ist eine Maske, ein Mundschutz gewesen. Der dann leider nicht mehr benutzt werden darf. Weil ja, das fuckt mich tatsächlich immer noch ein bisschen ab, dass ich jetzt nicht mehr diesen schönen Mundschutz tragen kann. Generell, also dass quasi alle schönen Mundschutze irgendwann weggelegt werden mussten, um die medizinischen zu nehmen, war so ein bisschen, Ja, also das hat die Krise gekippt für mich. Das war für mich so der Turning Point, wo ich gesagt habe, ab da habe ich gesagt, Corona ist doch nicht so geil. Ja. Ja, ist schön. Was ist dein Platz 2? Okay. Mein Platz 2 wäre, jetzt muss ich kurz überlegen, was andere so haben. T-Shirts halte ich gar nichts von. Weiß ich nicht, kommt drauf an, wie. Vor allem, wir haben ein sehr klobiges Logo. Das muss man ja sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass du, bam, weißt du, dieses große Quadrat, ihr könnt gerne bei Instagram vorbeischauen, da ist es nochmal ein ganz groß, grün, viereckig, schwierig auf dem T-Shirt so frontal zu knallen. Ah, finde ich mutig. Schon. Vor allem, das wäre wahrscheinlich so ein unangenehmer Bügelaufdruck, so zum Anfassen unangenehm. Oh, ich habe meinen Platz 1. Ja, wunderbar. Ich würde spontan sagen, Servietten. Ja gut, da passt das natürlich gut rein, ne? Das stimmt. Weil die sind auch quadratisch. Und da kannst du dir, nachdem du ein schönes Steak gegrillt hast oder einen Gemüsespieß, den Mund abwischen mit unseren Gesichtern. Hammer. Oder, falls dir unsere Aussagen mal wieder nicht gefallen haben, kannst du es alternativ auch als Klopapier nutzen. Was mein 2. Platz wäre.
um das direkt mal zu verbinden. Ja. Dann mach du erstmal deinen ersten, dann wechseln wir kurz, damit ich noch einen Moment habe. Eine Flagge. Ich liebe Flaggen. Flaggen sehen schön aus. Ich bin lustigerweise der unpatriotischste Mensch aller Zeiten. Ich liebe aber Nationalflaggen. Ich stimme zu, ich bin ein großer Fan von. Flaggen, Hymnen, alles geil. Und ja, Steinwurf- und Glashausflagge, die man auch wirklich schön hissen kann. Irgendwo im Kleingarten, in einer Kleingartensiedlung oder so, da hissst du deine Flagge und dann sieht das jemand von der Autobahn aus und sagt, oh, guck mal, das ist ein cooler Mensch, dann nehmen wir jetzt mal zwei Bier mit und setzen uns gesellig dazu. Dann wird gesagt, oh Mensch, wer seid ihr denn? Warum sitzt ihr bei uns im Haus? Dann kommst du in einer Streiterei. Ja, verläuft nicht so gut. Aber es könnte auch gut laufen. Normaler Dienstag für dich. Quasi. Ich würde als letztes nehmen Actionfiguren. Ja. Die wir machen. Okay, folgendes. Wir mieten uns, natürlich wird das von irgendwelchen Sponsoren bezahlt, wir mieten uns so ein 3D-Studio, 3D-Druckstudio, so ein Fotoding, wo dann 800 Spiegelreflexkameras, die dann zusammen halt auch irgendwie 4 Millionen Euro kosten, die fotografieren dich dann und dann wird dein Körper eingescannt als 3D-Modell und dann kann ein 3D-Drucker das ausdrucken und irgendwie bemalen, nicht, weiß nicht, irgendwie so. Direkt farbig ausdrucken. Ja. Das würden wir machen. Diese Figuren dann ganz oft reproduzieren und was sind die, so ein Kunstharz, Plastik, irgendwie so. Die dann tatsächlich für, ich sag mal, 200 Euro das Stück verkaufen. Das bei Produktionskosten von um die 5 Euro. Ja, wobei, wenn du das privat machen willst, kostet das tatsächlich ein paar hundert. Ja, ja, ich weiß, aber wir machen das ja dann. Ja, ja, wir haben einen Großauftrag, also vielleicht 1000 pro. Ich würde auch auf jeden Fall das Ganze auf so einen kleinen, auf so einen Sockel stellen, damit da drunter ein Aufkleber kann, wo die Nummer draufsteht. Macht das wertiger. Ja, ja. Logisch. Auch begrenzt dann natürlich auf diese 1000 Stück pro, also insgesamt 2000. Bis wir wieder Geld brauchen und nachproduzieren. Ja, aber dann ändern wir eine ganze Kleinigkeit daran. Und dann ist das eine andere Serie. Sodass ja. die erste Serie haben, auch die zweite noch haben wollen. Ja, und natürlich auch wieder die ganzen niedrigen Nummern, die natürlich dann seltener sind, was ja logisch ist. Wie würdest du dich darstellen als Actionfigur? Würdest du irgendwie kranken Piratenhut aufsetzen oder so? Also ein bisschen was Cooles. Ich glaube, ich würde so einen Cowboy-Mantel haben und mit einer Hand würde ich quasi den Cowboy-Mantel wie so beim Duell, ne, nach hinten auf den Rücken schwingen, sodass der Holster freigelegt ist und da ist ein Mikro drin. Das ist schön. Ja, jetzt habe ich mir nur Bullshit überlegt, aber Aussage oder dein Vorschlag ist tatsächlich ganz schön. Ich glaube, ich würde mich einfach darstellen, wie ich beherzt lache und mir den Bauch dabei halte. Ich denke, das beschreibt mich schon ganz gut. Ja, okay. Ist jetzt nicht sonderlich kreativ, aber nee, ich hatte auch nicht. Ehrlich gesagt nicht so viel Zeit. Ja, Leute, wenn ihr Merch haben wollt oder eigene Vorschläge habt, was ihr unbedingt haben wollt, die Tasse gibt es wahrscheinlich dann demnächst für ungefähr 40 Euro Limited Edition, selbstverständlich. Das schreiben wir selber mit dem Edding noch die Zahlen drunter. Gibt es da, warte mal, ich glaube, das müsste gehen. Lass uns da mal nach der Folge diskutieren und nächste Woche kommen wir dann hier wieder zusammen und stellen unseren ersten Merch vor. Das wird gut. Das machen wir. Ja. Okay. Wunderbar. Ja, apropos Merch, Sachen, die ich im Internet gekauft habe. Das Freizeitmagazin Royal. Der gute Jan Böhmermann hat mal wieder einen Hit gelandet und hat, ich will nicht sagen unsere Kollegen, ich sag mal Personen, die ebenfalls in der Verlagsbranche ihr Lohn und Brot verdienen, so ein bisschen auf die Schippe genommen. Diese typischen Freizeitmagazine, diese Adelsgeschichten, diese Sachen, die wahrscheinlich selbst Journalisten bei der Bild sauer aufstoßen könnten. Gut, vielleicht nicht ganz so weit gehen, ich sag mal, bei der Welt. Ich sag mal, die treffen sich zum Kaffeeklatsch. So. Ja, gut, das stimmt. Ein reger Austausch. Und hat die mit einem eigenen Magazin feinst verarscht und mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ich mochte es sehr. Ich fühle mich dazu gedrungen, kurz zu verteidigen, da auch ein Stammgast hier in diesem Podcast relativ regelmäßig in einem der angesprochenen Verlage arbeitet, dass der Verlag nicht unbedingt heißt, dass es schlechter Journalismus ist. Also Funke hat ja zum Beispiel auch das Hamburger... Außer bei Springer. Ja, ja, die kannst du alle in eine Mülltonne kloppen.
Beispielsweise Funk hat so, dass das Abendblatt oder Fernsehzeitung und halt auch Klatschdinger, und das ist bei den meisten so, dass die sich breit aufstellen und natürlich ohne große Gewissensbisse mit den Scheißdingern Geld machen. Ich muss ehrlich sein, ich habe die nie aktiv wahrgenommen. Also man hat ja dann geguckt, ich habe die noch nie gesehen im Laden. Ich glaube, die waren sofort ausverkauft. Die Hefte. Ach so, du meinst jetzt das Freizeitmagazin. Genau. Okay. Aber an diesem Teil des Zeitschriftenregals, wo die ganzen Freizeitdinger sind, bin ich immer dran vorbeigegangen. Und ich wusste so, okay, es gibt die Men's Health und so und Automagazine, Sportmagazine, Tageszeitungen, Fernsehzeitungen. Aber rechts davon, und das sind hunderte verschiedene Zeitschriften, diese Freizeitdinger, die auch alle gleich sind. Also im Grunde haben sie alle genau das identische Cover mit ganz leichten Unterschiedlichkeiten. Die kommen aber von verschiedenen Verlagen. Das phasenweise. Teilweise. So, ich sag mal, immer so ein Dutzend von einem. Und davon gibt es dann halt 4 oder 5 Stapel. Ich habe das ehrlich gesagt, dass das so viele sind, ich habe diesen Teil des Regals nie aktiv wahrgenommen. Doch, doch. Also gut, ich beschäftige mich mit sowas natürlich auch relativ viel. Deswegen war mir schon bewusst, dass es da sehr, sehr viel gibt, was auch alles der gleiche Schund ist. Ja, ist spannend. Mich würde interessieren, wie viele Menschen zum Freizeitmagazin Royal gegriffen haben, ohne vorher gesehen zu haben, dass es eben eine Persiflage auf diese ganzen Schundmagazine ist. Das dachte ich mir, also ich habe dann natürlich geguckt, ob ich irgendwie eins kaufen kann, jetzt nicht aktiv, weil, naja, also ich hätte es mir halt auch wie du im Internet bestellen können, das habe ich nicht gemacht, ich habe halt geguckt, liegt es da, dann würde ich es mitnehmen, war nicht. Ob die Leute, also Böhmermann hat das ja selber quasi in den Handel gebracht, 500.000 Stück. 500.000 Stück, wo jetzt, glaube ich, nochmal 120.000 nachgedruckt werden. ob die Leute, die es ausgelegt haben, ne, die im Laden, die werden das doch, also die werden ja nicht alle eingeweiht gewesen sein, denke ich mal. Nein, nein, nein. Also die haben dann quasi so 20 Stapel morgens, die sie neue Zeitschriften bekommen, die legen sie dann da aus. Denen fällt doch nie im Leben auf, dass eins davon eine Parodie nein, ist. Nein, das wozu auch? Also das liegt ja auch ganz normal mit da in dem Handel zwischen den ganzen anderen Magazinen. Es fällt einem ja wirklich auf den ersten Moment auch nicht auf. Wichtig ist, da online ganz viel geschwärzt wird bei den anderen Magazinen, hat Böhmermann das auch gemacht, um strafrechtlich nicht belangt zu werden, falls doch eine falsche Information dabei ist. Das heißt, im Prinzip ist die gesamte Ausgabe geschwärzt online. Also sie ist da, sie ist einsehbar als PDF irgendwas, E-Paper, nur halt nicht lesbar, sondern alle Seiten sind geschwärzt. Außer das Vorwort, was ich ganz großartig fand. Ich glaube, ein Satz daraus ist, den mochte ich sehr, groß in Rot, also zunächst ganz normal, kleine schwarze Schrift, bla bla, und man kann ja alles sagen in so einem Heft, wenn man das nur irgendwie relativiert, und dann ganz groß in Rot, Hubert Burda muss sterben, und dann wieder ein kleines Schwarz weiter, Komma, irgendwann, Komma, so wie alle Menschen. Ah, ja, also ich habe tatsächlich direkt 2 Minuten, bevor ich in dein Auto gestiegen bin, zu dieser um zu dieser Aufnahmesession zu fahren, habe ich es aus dem Briefkasten geholt. Dementsprechend hatte ich noch keine Chance, mir das da tatsächlich genauer anzugucken, was ein bisschen schade ist. Ich habe aber gesehen, dass es wohl sogar so detailliert ist, dass selbst die Horoskope gefaked und verarscht wurden und selbst da einfach witzige Sachen drinstehen. Ich bin wirklich richtig gespannt. Für alle anderen große Empfehlung bei YouTube, einfach Böhmermann, eins der letzten Videos ist es, wie hieß denn das, Burda, Funke und Co., weiß ich nicht. Irgendwas Freizeit. Burda hat auch intern reagiert und hat sich sehr darüber mokiert, dass Böhmermann ja so effektheischend arbeiten würde und dass er dafür bekannt sei, mit seinem Team über die Stränge zu schlagen, was ich doch... Also fällt denen das nicht selber auf? Ich glaube, die wissen es und so jetzt einfach all in, weißt du? Jetzt ist auch egal. Dann müssen wir es jetzt durchziehen. Schon tragisch. War ein gutes Ding. Auf jeden Fall. War ein gutes Ding. Was auch ein gutes Ding ist, was ich auf Instagram gesehen habe, man muss sich ja umfassend recherchieren und informieren als Journalist, ist, dass in New York ein neuer Harry Potter Shop aufgemacht hat. Es sind zwei der größten Leidenschaften meines Lebens, die du da gerade genannt hast. Die Shoppen Stadt New York und Harry Potter. So. Ja, auf jeden Fall. Die Stadt New York und Harry Potter. Es gibt auch einen, glaube ich, in London schon. Ich glaube, 3 gibt es jetzt insgesamt. Meine Güte, sieht das geil aus.
Also man fühlt sich ja mal direkt zu Hause, wenn man irgendwo was sieht, was einem gefällt. Mir geht das so ein bisschen bei Elbenwald so. Zum Teil, da ist nicht alles meins, da ist auch viel Manga. Aber Elbenwald, keine bezahlte Werbung übrigens, so ein Nerdshop. Und man fühlt sich einfach wohl. Und jetzt stell dir vor, du gehst durch die Straßen und weißt nichts von diesem Shop. Und plötzlich kommst du da an. Und die gesamten Fenster sind voller Harry Potter Merch, voller großer Figuren. Selbst von außen ist es so ein bisschen dekoriert mit älteren Londoner London-Sachen, Harry Potter-Sachen und so. Und da drin ist eine riesige Shopfläche. Man kann, glaube ich, auch online bestellen. Und es gibt wirklich hübschen Harry Potter-Merch. Ich bin kein Fan von T-Shirts, was ich gerade schon gesagt habe, witzigerweise, weil die meistens kacke aussehen. Ich finde bei Harry Potter auch viele Klamotten ziemlich hässlich. Die würde ich mir nicht kaufen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich bin mehr so der Musik und aber da gab es einige Sachen, die objektiv echt geil aussehen. Und auch Figuren, anderen Kram. Also wenn ich mal in New York bin, bin ich safe einen Großteil der Zeit da. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Könnt ihr mal auf Instagram anschauen. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Anderes riesengroßes Franchise, das wahrscheinlich auch immer noch sehr viel Geld scheffelt. Herr der Ringe. Amazon Prime Video produziert aktuell ja die erste Staffel einer neuen Herr-der-Ringe-Serie, einem Prequel. Und mittlerweile kam raus, dass es sich dabei mal eben um die teuerste Serienproduktion aller Zeiten handeln wird. Aktuell 465 Millionen Dollar Budget für die erste Staffel. Und das, obwohl wir bislang noch keinen A-List Hollywood-Star announced bekommen haben von Amazon. Was geht da ab? Wofür die ganze Kohle? Ich möchte das nochmal kurz einordnen. Wir sprechen von gerundet, mit ein bisschen mehr vielleicht noch, wenn irgendwas sich verschiebt, eine halbe Milliarde Dollar. So, eine halbe Milliarde. Avengers Endgame gilt gemeinhin als einer der teuersten Filme, aber da mal ausgeklammert. Denn in Endgame sind ungefähr 50 A-Lister zusammengekommen, die man erstmal bezahlen muss für den Film, die Effekte, der Umfang des Films, alles Mögliche. Endgame hatte ein Produktionsbudget von 365 Millionen Dollar. Nagelt mich nicht genau drauf fest, aber ziemlich genau. So, also wir haben nochmal 100 Millionen mehr bei Herr der Ringe, der Serie. Die Herr der Ringe-Filme haben wir eben nachgeschaut, ein Budget von jeweils ziemlich genau 95 Millionen. Was übrigens für heutige Verhältnisse ziemlich wenig ist. Ja. Jeder Standard-CGI-Marvel-Film hat deutlich mehr Budget. Vor allem mit dem Cast. Vor allem mit dem Cast und den Effekten, die sich immer noch perfekt halten. Das sind insgesamt für alle drei Herr-der-Ringe-Filme. Und wir sprechen nicht nur von einem der finanziell erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten, sondern auch von der Kritiker-erfolgreichsten Filmreihe aller Zeiten mit 25 Oscars insgesamt. Das waren dann 300 Millionen. Und nochmal 150 Millionen drauf, dann bekommen wir, wie viele Folgen sind es? 10? Ich weiß es nicht genau, ich glaube. Ich glaube 10 Folgen auf einer Amazon Prime Serie. In einem anderen Zeitalter spielt sie ja. Das heißt, wir wissen auch noch nicht genau, ob die Hardcore-Fanbase das mag oder sich abgeholt fühlt. Wir wissen nicht, ob der Mainstream-Zuschauer, der zwar die normale Zeitlinie kennt, die um Bilbo und um Frodo, ob der da überhaupt einsteigen kann oder ob das zu deep ist. Aus meiner Sicht ist es immer ein bisschen riskanter, was für einen Streamingdienst zu machen, denn im Kino hast du direkte Einnahmen, Corona ausgeklammert, und beim Streamingdienst ist es ja langfristig, da geht es dann darum, neue Abo-Verkäufe abzuschließen und so weiter, und du kriegst nicht sofort das Geld wieder rein. Das ist dann ein langfristiger Prozess. Ich finde 450 Millionen sehr mutig. Auf jeden Fall. Und ich weiß auch nicht genau, wofür. Da bin ich auch wirklich gespannt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, wie viel Geld Netflix jetzt schon wieder rausgeballert hat, nur um sich die Rechte für Knives Out 2 und 3 zu sichern, ist das Geld wahrscheinlich in der tatsächlichen Produktion einer AAA-Serie besser angelegt. Auf der anderen Seite, es ist natürlich echt riskant. Und wir wissen auch, ja, also mit 465 Millionen kannst du ein richtiges, episches Bombast-Abenteuer dahin zaubern. Auf der anderen Seite, viel Produktionsbudget ist nicht alles, wenn die Story hanebüchener Bullshit ist, wie zum Beispiel auch Game of Thrones Staffel 8 gezeigt hat. Also nur Geld auf etwas werfen funktioniert nicht. Da musst du auch die Leute haben, die da eine ordentliche Foundation draus
oder hinzimmern, damit du mit den ganzen Effekten und mit dem Aufwand auch wirklich was werden kannst. Aber ich glaube, das kann was werden und ich bin optimistisch und ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig. 20 Episoden lese ich gerade. Also ich hätte auch Bock und meine erste Überlegung war tatsächlich, wenn das kommt. Dann wird es eigentlich Zeit, dass Amazon Prime Warner eine halbe Milliarde locker macht für die nächste Harry Potter Serie. Ja, zunächst mal mussten sie ja, also kurz zurück, die Rechte mussten sie auch noch kaufen, übrigens an Herr der Ringe. Also Amazon Prime in dem Fall, die Rechte gibt es glaube ich auch nicht umsonst. B, 5 Staffeln sind angedacht, die zweite wird schon geschrieben, bevor die erste überhaupt draußen ist. Also die setzen schon drauf, dass das erfolgreich wird. Und C, dafür würde ich mir glaube ich Amazon Prime holen. Was ich nie gemacht habe, die Hürde ist nicht besonders hoch bei mir, weil ich bestelle hin und wieder, ich habe Phasen, wo ich recht viel bestelle auf Amazon. Das heißt, es würde sowieso Sinn machen. Habe ich trotzdem nie gemacht, aber das wäre für mich der Turning Point, zu sagen, okay, Herr der Ringe, 20 Personen für eine halbe Milliarde, okay, gucke ich mir mal an, ich mache mal Prime und ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr vielen anderen auch so geht. Na, Herr der Ringe zieht natürlich wie kaum was anderes. Also ich denke, da werden sie schon einen ordentlichen Boost für bekommen. Auch wenn, wie gesagt, kein, ohne jetzt einen angreifen zu wollen, der Schauspieler, aber kein A-Lister dabei ist bisher. Noch nicht, genau. Tja. Ich bin auch auf die Marketing-Aktionen dann gespannt. Das ist das Geile. Das wird nochmal ein Riesending. Denn es gibt nichts dazu, also gar nichts. Alle Artikel, die sich um diese Serie drehen, nehmen Feature-Material von den Filmen, also mit Ian McKellen und wie heißen die alle? Elijah Wood und so weiter. Sean Astin. Also die nehmen quasi nur die Filmposter der Filme, weil es nichts zu der Serie gibt. Also man weiß nicht mal genau, was da ist. Und dazu kommt, dass man sich dadurch, dass man die Schauspieler nicht kennt, nicht mal darunter irgendwas vorstellen kann. Also bislang ein riesengroßes Geheimnis, ein riesengroßes Geldgrab. Hoffentlich kommen sie da einigermaßen raus. Was ironischerweise bei mir auch den Hype schafft. Ja, schon. Also ich kann mir darunter bislang überhaupt gar nichts vorstellen. Aber allein die Dimensionen, die Produzenten dem Ganzen selber geben, machen das Ganze cool. So. Ja. Apropos große Dimensionen und cool. Die Super League wurde angekündigt in dieser Woche. Und kommt gerade aus der Redaktion. Die wurde unangekündigt. Sie ist tot. Nicht ganz tot, wenn man Perez glauben kann, dem Präsidenten von Real Madrid. Es war eine absurde Zeit, diese ungefähr 2,5 Tage. Ich habe das erst gar nicht so richtig mitbekommen. Also folgendes, 10 Vereine, wer es nicht gehört hat, 10 Vereine in Europa, darunter sehr viele englische und ein paar spanische und italienische, haben sich zusammengetan und gesagt, wir machen eine eigene Liga mit uns als Mannschaften, vielleicht noch ein paar mehr, aber auf jeden Fall uns als feste, gesetzte Teams. Darunter witzigerweise auch Arsenal London, die glaube ich seit 5 Jahren nicht mehr in der Champions League spielen. Und die haben gesagt, okay, das ist unsere Liga, das ist unser Ding. Ich glaube, ein US-Investor steht dahinter, der hätte 20 Milliarden reingeballert oder so, hätte allen Teams riesige Finanzspritzen gegeben, weswegen ich auch denke, dass zum Beispiel Real Madrid da sehr gern bei gewesen wäre, weil die natürlich alle misswirtschaften. Ich glaube, Max Eberl von Gladbach hat das sehr gut zusammengefasst, dass das jetzt halt nicht die Liga der Superreichen wäre, sondern eher die Liga der Superüberschuldeten, die sich irgendwie versuchen zu retten. Kolossales Ding, riesige Liga, es gab sofort Streit, Boykotts aus der Fanszene, Vereine haben sich positioniert, die UEFA und FIFA hat sich sofort hingestellt als witzigerweise Moralapostel und gesagt, das zerstört den Fußball, was auch eine interessante Ansage ist, weil ja, sie haben recht, aber okay. Ja, aber das ist gerade eine Diskussion zwischen dem Emperor und Darth Vader, so ja, okay, wenn ihr euch gegenseitig vorwerft, dass ihr böse Arschlöcher seid, ihr habt recht, aber ihr seid trotzdem auch selber böse Arschlöcher. Genau, also inzwischen wurde es wieder abgekündigt und die meisten Vereine haben sich zurückgezogen, bis auf 2-3 zum Standpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ganz absurdes Ding. Ja, ich hätte es eigentlich gefeiert, wenn das durchgeht. Ich bin mittlerweile ja unfassbar zynisch, was den Spitzenfußball angeht. Und ich wäre fast ein Freund davon gewesen, wenn die 10 Mannschaften, die da mitgemacht hätten, aus allen Events ausgeschlossen werden. Die können ihren Kram da machen, werden damit höchstwahrscheinlich ziemlich auf die Fresse fallen, weil wenn die komplett da raus sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein neuer künstlicher
Wettbewerb da auf einmal den riesen Hype zieht. Und das würde bedeuten, dass in vielen nationalen Ligen es tatsächlich mal wieder spannend werden könnte. Denn wenn die großen Primen, ist das die Mehrzahl von Primus? Primus. Die Primeln, dann endlich aus den Ligen verbannt wurden, gibt es halt auch mal wieder einen neuen deutschen Meister. Ja, gut, Deutsch jetzt nicht unbedingt, aber es wurde ja gesagt, dass man davon ausging, dass Bayern später dann dazugekommen wäre. Paris Saint-Germain beispielsweise hat ja auch nicht mitgemacht, was nicht daran liegt, dass Paris dem Geld abgeneigt ist, sondern vielmehr, dass sie der WM in Katar zugeneigt sind und ein Austreten aus der Liga oder ein Ausschluss aus der Liga gleichbedeutend ist mit eure Spieler dürfen nicht an EM und WM teilnehmen. Das wiederum hätte ich gefeiert, denn, also ich stehe dem Spitzenfußball auch skeptisch gegenüber, so, glaube, dass es einen Restart bräuchte. Oh, ganz dringend. Aber genau, also in Richtung von Gehaltsobergrenzen zum Beispiel. Salary Cap. Vielleicht, genau, sowas. Keine Ahnung, wie man das einführt. Du kannst natürlich keinem, der bisher eine Milliarde im Jahr verdient, sagen, so, jetzt nur noch 5 Millionen, Bruder. Das, ne? Ist das riesengroße die Problem. Die höchste Hürde. Aber in der Traumwelt würde ich sagen, keine Ahnung, Spieler können gewaitet werden, so in 5 Klassen, Kasten, was auch immer. Und anhand dessen können sie dann halt gewisse Summen verdienen, meinetwegen. Und das Höchste ist dann aber tatsächlich, wie es 2005 war, 10 Millionen. Vielleicht ja, weiß 5. ich nicht. Also das wäre schon fast wieder zu starr. Da gibst du den Mannschaften ja fast keinen Raum, wirklich zu misswirtschaften. Ich fänd's super, wenn gesagt wird, ey, jene Mannschaft kriegt, es wird verteilt von der Liga, jede Mannschaft kriegt 50 Millionen an Gehältern und die müsst ihr auf euren Kader aufteilen. Ja, dann kriegt halt einer 40 Millionen und der Rest ist dann irgendwie Amateur-Dullis. Ja, und damit wirst du auf die Schnauze fallen. Also ich habe jetzt auch keine Goldlösung, sage ich mal, wie man das macht. Das ist auch keine Goldlösung. Aber ich glaube, wäre das durchgegangen, ne? Wir spielen das kurz durch. Die Super League kommt, die 10 großen Vereine, witzigerweise haben selbst die meisten Trainer der Vereine gesagt, das ist kompletter Quatsch. Die Spieler ebenfalls. So, die Spieler sind alle gesperrt und wir reden von im Grunde den besten Spielern der Erde, die bei diesen Vereinen spielen. Der Fußball wäre, glaube ich, erstmal zerbrochen, weil du natürlich bei einer WM auch so auf die 60, 70 besten Spieler der WM verzichtest, gefühlt. Außer das, was bei Bayern und PSG vielleicht noch spielt. Aber die großen Vereine, gerade in Spanien, ein Ronaldo wäre weg, ein Messi wäre weg, die ganzen Briten wären weg. Also das wäre, glaube ich, so krass zerbrochen und das gesamte System wäre so kaputt, dass man tatsächlich Neustart hätte machen müssen. Vor allen Dingen, was meinst du denn, wie abgefuckt die... also das wird wahrscheinlich die letzte WM von einem Messi sein. Was meinst du, was in Argentinien los ist, dass Messi deren letzte WM nicht mitspielen darf, weil in Spanien irgendein Idiot irgendwas entschieden hat? Alter Schwede, ich glaube, dann gibt's Krieg. Und also ich glaube, das hätte das ganze Konzept Profifußball so ins Chaos gestürzt, dass es vielleicht mal was gegeben hätte. Und so, deswegen hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht durchkommt, damit es halt einmal richtig knallt und der Profifußball einfach mal richtig fett auf die Schnauze fällt und man sagen kann, okay, dann müssen wir jetzt mal von Grund auf neu denken. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben sich die Fans aller Lager so krass verbündet und so sehr zusammengeschlossen und einen Boykott quasi verursacht, dass das Ganze nach 2 Tagen doch unter sehr hohem Druck wieder eingestampft wurde, auch wenn sich manche damit noch nicht ganz abgefunden haben. Das war beeindruckend. Das stimmt. Ich glaube, ich habe selten bis nie, ich glaube sogar nie, eine so große Einigkeit von ganz, ganz vielen Menschen gesehen. Ich habe nicht einen einzigen Kommentar gesehen, der dieser Super League positiv gegenüberstand. Nicht der einen. Blindheit der großen Vereine irgendwie, das ist unfassbar. Es ist wirklich eine Frage, wie die sich das schön gesoffen haben müssen. Das ist der Hammer. Also, dass die da nicht drauf gekommen sind, dass das eine blöde Idee ist. Wie gesagt, viele Milliarden, ne? Also. Ja, weil gerade diese Vereine auch in der Champions League am Hungertuch nagen. Ich meine, klar, es ist natürlich ein großer Unterschied gewesen von den Geldern, klar. Barca aber hat eine Milliarde Schulde, Real das, auch fast. Ja, natürlich, absolut. Das ist korrekt. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Super League mit diesem Backlash vielleicht sogar davor wirklich nachhaltig gewesen wäre. Nein, auf keinen Fall. Also das ist vielleicht was, wo ein Investor mal kurzzeitig viel, viel, viel Geld reinballert
und dann merkt, dass er relativ wenig dann zurückbekommt. Und damit wäre das Ding dann nach einer Zeit wieder gegessen. Also das ist schwierig, ganz schwierig. Tja, die Super League ist tot, soll ich die... Nee, ich mach mal die Überleitung. Ja, mach du das mal. Was wiederbelebt wird, ist quasi How I Met Your Mother. Denn das bekommt auf Hulu ein Sequel. Mit dem unglaublich einfallsreichen Namen How I Met Your Father. Das Ding ist, steht doch schon seit Jahren im Raum, oder? Ja, gefühlt es gab mal, schon 2012 es gab 2014 gab es einen Piloten, der gedreht wurde. How I Met Your Dad sollte das heißen. Und der wurde abgesetzt. Und dann wurde ganz, ganz lange an How I Met Your Father rumgewerkelt. So lange und so wenig wurde da gesagt, dass man eigentlich davon ausging, das Thema ist tot. Aber jetzt hat sich Hulu dessen angenommen, hat mittlerweile mit Hilary Duff auch schon die erste Hauptrolle verkündet. Und es wird eine Staffel A 10 Folgen geben. Eine nur? Ja, erst mit 10 Folgen? Erstmal eine Staffel mit 10 Folgen, ja. Weil How I Met Your Mother war, glaube ich, eine Serie, die immer so 23 hatte, oder? Genau, und ich glaube auch 9 Staffeln oder so. Es war relativ viel. Aber ja, eine Staffel, 10 Folgen ist halt Hulu, ne? Also die haben halt auch nur ein begrenztes Budget wahrscheinlich. Wirkt aber erstmal sehr vorsichtig. Ist es auch, ja. Aber ich gehe dem Ganzen erstmal sehr offen entgegen und hoffe auf eine tolle neue Serie. Das tun wir doch alle. Ich möchte den Tod verkündigen. Ich möchte es nicht, aber man muss es ja dann irgendwie machen. Du wirst dazu gezwungen, denn wir können ihn nicht unerwähnt lassen. Thomas Fritsch ist gestorben in dieser Woche, was mich dafür, dass ich den Namen zuerst nicht zuordnen konnte, relativ hart getroffen hat. Denn Thomas Fritsch ist nicht nur wir müssen jetzt aus unserer Generation sprechen, andere Generationen kennen ihn wahrscheinlich aus sehr, 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 sehr vielen anderen Rollen und vor allem Sprechrollen. Aber mir persönlich ist er unter anderem als Diego in Ice Age in Erinnerung geblieben, als Earl of Cockwood in den Wixxer-Film, in dem ersten Wixxer-Film. Ich glaube, er stirbt am Ende, weil er mit einem Säbelzahnfisch erstochen wird. Ja, also er stirbt auf jeden Fall am Ende. Ja, das ist Spoiler Fisch. Für den Film von 2004. Und er ist Scar gewesen in Der König der Löwen. Und ich kann König der Löwen sowieso auswendig und das war tatsächlich immer mein liebster Sprecher, beziehungsweise hatte die schönsten Sätze. Und von daher fand ich unschön. Es ist selten geworden, dass mich Tode tatsächlich treffen. Auch bei den Promis, das ist immer so, ja, und das ist auch schade. Damals waren es, glaube ich, Carrie Fisher und Alan Rickman fast eine Woche hintereinander. Oder? Ja, ich glaube, es war 2 Wochen hintereinander. Das war jetzt blöd. Das mochte ich nicht. Thomas Fritsch. Ja. Mich trifft sowas immer schon mal ein bisschen eher. Ich steigere mich dann manchmal auch ein bisschen da rein, aber verbinde mit manchen Schauspielern oder Sprechern auch einfach relativ viel. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so eine Conchetta Farrell angucke, die wusste nicht, dass ich existiere, aber dennoch war ich sehr betroffen, als sie gestorben ist, weil alleine sie als Charakter Bertha in Two and a Half Men mir so viele, also zusammengerechnet so viele Stunden, wahrscheinlich sogar Tage, an wirklich guter Laune und an sorgenfreiem Lachen beschert hat. Das ist mir einfach ein Stich versetzt, dass ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, weiß, okay, die ist jetzt gestorben. Und ähnlich wird es mir auch bei dem Rewatch von Der Wixxer gehen. Da habe ich ihn zuerst tatsächlich in einer Schauspielerrolle gesehen. Den habe ich schon vorgenommen für den vergangenen Freitag, wenn ihr das hier hört. Oh, das ist schön. Den muss ich unbedingt mal wieder gucken. Ich habe den zweiten Teil so oft geguckt, aber den ersten öfter mal nicht. Beide brillant. Definitiv. Also mit die besten Komödien. Punkt. Aus Deutschland. Ja. Und period. Eigentlich insgesamt. Ja, Thomas Fritsch, aber vor allen Dingen ein unfassbar begnadeter Synchronsprecher, der, glaube ich, eine der bekanntesten und schönsten Stimmen Deutschlands hat. Russell Crowe hat da zum Beispiel auch gesprochen. Ja. Ich sag mal, das ist schon eine Art Ritterschlag, wenn du der Stammsprecher von einem Russell Crowe bist. Dann kannst du zumindest irgendwas. In diesem Fall konnte dieser Mann sehr, sehr, sehr viel. Er war auch der Erzähler bei Die drei Fragezeichen beispielsweise. Ruhe in Frieden. Wobei, jetzt, was war seine letzte Rolle? Hier bei Jim Knopf war er auch der Erzähler. In den beiden Jim Knopf-Verfilmungen, die Realverfilmungen der letzten Jahre. Es geht voll an mir vorbei. Jim Knopf, bin ich nie mit warm geworden. Entschuldigung.
Nur als Erklärung dafür, dass ich das nicht aufgelistet habe. Bist du denn mit Afterlife warm geworden? Aber wie? Auch wenn mir die zweite Staffel noch fehlt, die muss ich noch nachholen. Die erste Staffel war brillant, bitterböse, lachen und weinen gleichzeitig. Es sah sehr affig aus. Und Afterlife, eine Serie auf Netflix, eine Netflix-Produktion von und mit Ricky Gervais, erhält eine dritte und letzte Staffel, die auch aktuell schon gedreht wird. Ja, und da wir in unserem Podcast ja auch anderen Podcasts-Plattformen präsentieren möchten, haben wir heute den neuen Podcast des Daily Prophet, des Tagespropheten dabei, der heute mal quasi den Slot in der Pause bekommt. Und da würde ich sagen, der Robert Kimkorn, das ist übrigens der Halbbruder von Rita. Ich glaube, Neffe. Neffe von Rita Kimkorn. Der hat tatsächlich den ehemaligen Quidditch-Star Ollie Wood bekommen für die Debütfolge. Olli! Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Herr Bobby Wood, Oliver Wood, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sind hier beim nagelneuen Podcast des Tagespropheten namens Cast the Curse. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Hallo auch an die Zuhörer da draußen, an den magischen Empfängern. Herr Wood, wir machen heute mal ein Interview. Sie haben nach Ihrer Schulausbildung, das war in Hogwarts, glaube ich, damals, 12 Jahre als Hüter bei den Chudley Cannons gespielt. Und währenddessen haben Sie, ich schaue nochmal nach, 5 Spiele gewinnen können. Liegt das daran, dass britische Torhüter generell schlecht sind? Ja, das kann man jetzt so pauschal gar nicht behaupten. Ich wage tatsächlich die These in den Raum zu stellen, dass es an der schädlichen Fokussierung Großbritanniens auf den Sucher liegt. Das ist natürlich immer schnell und rasant, aber der Hüter ist die Foundation eines jeden Teams. Und die Ausbildung selbiger fällt natürlich oft hinten runter. Und da möchte ich im Speziellen auch Hogwarts kritisieren. Ja, da möchte ich gleich einhaken. Hogwarts war ja zu ihrer Zeit, damals vor langer, langer Zeit, war dafür bekannt, die ganz großen Talente zu fördern. Ja, mit Verlaub, alle unter mir als Teamchef bei Gryffindor. Ja, große Talente zu fördern. Damals wurden keine Kompromisse gemacht. So, bis zu ihrer Laufbahn tatsächlich. Denn da war das erste Mal seit 425 Jahren, dass ein Hogwarts-Quidditch-Spiel in der laufenden Saison abgesagt wurde. Ja, und dass eine Riesenschlange durch die Flure schleicht, während Slytherin im Begriff ist, die Meisterschaft an uns zu verlieren, das war bestimmt auch nur ein ganz großer Zufall. Oh, Scoop, Scoop, Scoop. Bezichtigen Sie Slytherin eines Betrugs? Herr Kimkorn, was ist das Haustier der Slytherins? Eine Schlange. Aha, da haben wir's. Und Sie wollen behaupten, dass die Slytherins, unsere Wohltäter, die so viel finanzielle Mittel in den Quidditch-Sport gesteckt haben und unter anderem gerade mit Manchester City die erste Quidditch-Sparte in einem Muggelverein aufgemacht haben, dass die quasi der Sand im Getriebe der Weiterentwicklung dieses Sports sind? Ja, die Slytherins, die bekanntermaßen ja die Freunde der Muggel sind. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn man ein Team hat, das komplett unfähig ist. Ravenclaw. Ein Team, das konstant betrügt. Ja, Slytherin. Und eines, das nahezu lachhaft komplett irrelevant ist. Hufflepuff. Dann fehlt einem ordentlichen, kompetitiven Nachwuchsteam natürlich irgendwo so ein bisschen die Konkurrenz. Das kann ich verstehen. Also gut, gegen Hufflepuff würde ich wahrscheinlich selbst mit meinem Wischmopp gewinnen können. Aber apropos Nachwuchs, bleiben wir doch mal dabei. Es heißt, Sie waren damals der Erste, Zeugen gibt es nicht, aber Sie sagen es selbst, Sie waren der Erste, der den Chosen One Personnel himself, den großen Harry Potter, trainiert hat? Das ist korrekt und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass er sein Talent komplett von mir geerbt hat. Das macht halt nicht mal Sinn. Das, also mit Verlaub, da geht's auch jetzt gerade gar nicht drum. Schluss mit der Vergangenheit. Wir reden nochmal über die Zukunft. Wie sieht die bei Ihnen aus, Herr Wood? Ich hinterlasse meinen Platz bei den Chudley Cannons Besenrein und kehre fortan in Hogwarts ein. Besenrein, das ist lustig. Als Hausmeister dann bei Hogwarts, oder? Ja, sehr guter Kick, Herr Kimkorn. Als Quidditch-Lehrer, also. Was haben Sie denn da für Ambitionen, Herr Wood? Nun, also zuallererst die Beamtung auf Lebenszeit. Das ist eigentlich so die Kraft hinter meiner
berufliche Neuorientierung und ja, danach, auf lange Sicht, wäre es schon mein Ziel, mein Traum, Hauslehrer von Gryffindor zu werden. Ah, spielt da Ihr sehr gutes Verhältnis zu Minerva McGonagall eine Rolle? Herr Kim Korn, ich schwebe über diesem Niveau. Mal so noch so eine Anschuldigung und dann schaue ich mal, dass ich Ihnen den Quaffel hier um die Ohren baller. Herr Wood, so bleiben Sie doch hier. Nee, dann machen Sie vernünftige Fragen, auf die ich auch antworten kann, aber so ist das nix. Dann schließe ich mit einer Frage zum Doping-Skandal bei den Cannons. So, Herr Kilborn, jetzt ist, ich beantworte Ihnen jetzt 3 Fragen zu Hogwarts und dann ist das Interview für mich auch beendet. Aber lassen Sie mich doch... Nein, 3 Fragen zu Hogwarts. Aber Herr Wood, ich frage Sie doch offen. Ich frage Sie doch offen. Nein, Sie fragen nicht offen. Sie versuchen mir hier irgendwas in die Schuhe zu schieben. 3 Fragen zu Hogwarts, sonst stehe ich auf. Herr Wood, ich hab doch gar nicht... Aber wissen Sie, nee, komm, das ist, ich bin doch kein... Herr Wood, so warten Sie doch. Herr Wood. Lassen Sie mich in Ruhe. Wir haben einen Traum. Und in diesem Traum handelt, geht es nicht nur um Weltfrieden, nein, es geht darum, die Welt zu erobern, ein Stück weit. Nicht militärisch, sondern gedanklich. Ja, weiß ich nicht. Das militärisch war eine ganz krude Einleitung. Ja, schon, aber Militär hätte ich da auch ganz gerne drin. Es geht bei uns um den World Simulator. Ist nicht der Goat Simulator. Nee, aber also ähnlich realistisch. Wir haben uns gedacht, wie wäre es denn, wenn wir unsere Welt einfach 1:1 digitalisiert bekommen, also wird man sich ja irgendwie, setzt man sich am Nachmittag mal konzentriert hin, macht sich ein bisschen Musik auf Ohren, dann passt das schon. Mit Google Maps ist das ja eh zu 99% fertig. Das machst du jetzt noch als 3D-Animation zum Reingehen, dann passt das. Ja, das ist quasi fix gemacht. Und daraus einfach eine Simulation schaffen. Punkt. Mega geil. Wäre schön. Microsoft, gönn dir. Erstmal, wie wäre das Spielformat für dich? So GTA-mäßig, Third Person, oder? Hätte ich ganz gerne. Ich hätte ganz gerne die Möglichkeit, sowohl Third Person als auch Ego-Shooter. Oder die Ego. Ego-Perspektive. In welche Richtung geht das hier jetzt? Ego-Perspektive. Okay. Also ich sehe das so ein bisschen eine Mischung aus dem Microsoft Flight Simulator, was die Realität nahe oder näher angeht, und GTA. Vielleicht ein bisschen weniger aggro. Ja, ich bin Fan davon, wenn es sehr real ist, also Realzeit auf jeden Fall. Ja. Also, ne? Die Zeit, die da im Spiel ist, ist auch die Zeit bei uns. Wobei, weiß ich nicht. Nee, finde ich schwierig, denn... Wenn du jetzt scheiß Arbeitszeiten hast, spielst du halt immer im Dunkeln. Das ist auch so kacke. Ist das Leben. Ja, das ist kacke. Ich sehe aber auch das grundsätzlich als Ersatz zum Leben. Ja. Ich würde meinen Job einfach kündigen. Denn wir spielen mal so ein paar Vorschläge durch. Ich persönlich würde auch das sehr feiern, wenn ich 70% der Zeit in diesem Spiel tatsächlich in einem Büro sitze und digitale Arbeit mache. Also mit meinem Charakter gehe ich halt in ein Office. Aber dann machst du halt immer Minispiele und je nachdem, wie gut du die Minispiele machst, desto besser wirst du halt von deinem Chef bewertet. Genau. Oder halt sehr schlecht und ich werde gefeuert. Aber ich habe tatsächlich relativ wenig Zeit, die Welt zu erkunden, die dieses Spiel bieten würde, denn ich sitze in einem scheiß Büro. So, das ist für mich der Live-Simulator. Außer du trampst und dann musst du aber gelegentlich da, wo du anhältst, nach Arbeit suchen. Ja. Also du hast schon irgendwo noch so dein Geld, du musst auch zum Supermarkt, musst dir da Sachen kaufen. Sowas und kein Spaß. Einfach, nee, absolut nicht. Aber ich habe gerade neulich wieder ein Review zu, ich glaube, Persona 5. Ich weiß es aber nicht genau. Ich glaube, Persona 5 war es gehört. Und da gehst du auch die Hälfte der Zeit zur Schule und machst dann einfach deine Hausaufgaben. Und du musst sie halt wirklich machen. Und da habe ich gehört von einem in meinen Augen sehr geschätzten Videospiel-Enthusiasten und Redakteur, Journalist nennt sich das Tier, und der sagte, dass ihm das fast mehr Spaß gemacht hat als die Kampfsituation, was eigentlich der Sinn des Spiels ist. Und ich glaube, so wäre es da auch. Du kannst halt, wo ist das Problem? Da kannst du halt mal Risky Business machen, kannst sagen, okay, 70% der Zeit bin ich im Büro, das ödet mich jetzt langsam an. Und Chefe kommt auch nicht mit der Beförderung hinterher, vielleicht bin ich auch in den Minispielen ganz schön scheiße. Kündige ich meine Wohnung und kaufe mir einen Van und fahre jetzt nicht unbedingt an der Route 66, aber geht's erstmal auf der A7. Mal gucken, wo es mich hinführt. Nach Mülheim, nach Bremerhaven.
Toll. Das ist der Story-Modus. Ich werde aber auch ein Freeplay schon reinmachen, dass ich tatsächlich reisen kann, denn auf einer Serious Base interessiert mich sehr, da ich später Geschichten schreiben möchte, wie es an verschiedenen Orten aussieht, die ich aus finanziellen Gründen jetzt erstmal nicht bereisen kann, sage ich mal. Also nehmen wir mal Huacachina, das ist so eine Oase in der Wüste von Peru. Allein mit Flug und Reise und vielleicht einer Woche Aufenthalt bin ich da schon mal eine mittlere vierstellige Summe los. Geht gerade nicht, sag ich mal. Außer natürlich, ihr springt ein. Bei Patreon. Den Gag bringst du jede Woche jetzt, oder? Ja, bis wir irgendwann mal am Patreon aussetzen. Und oder bis Merch-Shop, irgendwer von euch endlich mal fragt, oh, kann man euch unterstützen? Oh, nein, aber wenn du das unbedingt willst, dann würden wir uns ransetzen. Ja. Deswegen wäre es für mich sehr wichtig, sowas erkunden zu können. Dann erwarte ich allerdings auch einen Tuck mehr Realismus als eine flache, definierte Welt. Also dann will ich schon, ich denke so ein bisschen an Battlefield-Grafik, dass wenn ich da über die Sanddünen gehe, dass ich schon den Fußabdruck unten sehe und die Sandkörner in HD-Grafik halt da rumfliegen sehe. Ne? Das sollte auf jeden Fall klar sein. Also das Ding muss quasi auch lebensecht aussehen. Spielt die Klimaerwärmung eine Rolle, habe ich überlegt? Also bricht das Eis in Realzeit ab am Nordpol? Ja, würde ich fast sagen. Wenn du ein guter, richtig guter Charakter bist, dann schaffst du es ja vielleicht so weit hoch in die Politik, dass du da was gegen tun kannst. Das Spiel ist fies. Das Spiel ist vor allen Dingen ein absolutes Rechenmonster. Und was ist denn, wenn ich illegal sein möchte? Also ich ziehe jetzt nach Italien. Gut, dann muss ich aber erstmal in-game die italienische Sprache lernen. So. Und ja. Dann mich in der Mafia hocharbeiten, oder? Kann ich sterben? Kannst du machen, kannst sterben, dann wirst du halt wieder. Ich sag mal, wenn du jetzt gespielt hast und du bist im Jahr 2060, hast heute angefangen und du stirbst, dann kannst du dir einen neuen Charakter erstellen und kannst auswählen, entweder du machst 2060 weiter, wirst quasi geboren, musst aber auch erstmal von null an wieder, ne, das wird ein steiniger Weg bis 18. In Realzeit? In Realzeit. Nein, du kannst natürlich vorspulen, weil sonst kommst du ja wirklich gar nicht voran. Aber ja, entweder das oder du fängst wieder vom heutigen Tag an. Ist quasi im Jahr 2021. Zack. Was wäre das Erste, was du machen würdest? Free Play? Du hast die ganze Welt? Boah, schwierig. Also erstmal würde ich mich mit dem Menü vertraut machen und gucken, was kann ich denn überhaupt, was habe ich denn für Stats? Steuerung auch. Also ja, Steuerung grundsätzlich auch, ja. Controller-Bild, wo also Tastenbelegung. Also es wäre für mich tatsächlich sehr wichtig, erstmal zu sehen, okay, was kann ich denn überhaupt machen? Was wird hier getrackt? Kann ich Fahrkünste erlernen? Kann ich Schießen erlernen? Kann ich Ausdauer erlernen? Whatever. Und dann würde ich tatsächlich, so langweilig das klingt, ich glaube, ich würde in der Politik anheuern und versuchen, mich so weit hochzukämpfen, dass ich ein mächtiger Politiker werde. Warum machst du das nicht in Real Life? Ich bin dabei. Wollte ich jetzt gerade auf ihn auch. Ja, du kandidierst ja für den Stadtrat und für den Gemeinderat und ich glaube für den auch Kreistag für noch und den Sachen, ja genau, auch für den Landrat. Ja. Das wäre auf jeden Fall super. Was? Nein, 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 das würde ich niemals wagen. Nein. Landrat. Landrat nicht, weil da gibt es ja einen Bewerber, der auf jeden Fall gewinnt. Ganz genau. Nee, Landtag. Jetzt bringst du mich ganz durcheinander. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich korrigiere dich, aber trotzdem, ich möchte nicht, dass hier falsche Sachen in den Umlauf kommen. Stadtrat und Kreistag. So. Und trotzdem wärst du nur der zweitwichtigste Politiker, der jemals in diesem Podcast war. Korrekt. Wo würdest du wohnen in diesem Spiel? Also du würdest ja eine digitale Wohnung irgendwo haben, ja, die du einrichten kannst. Wäre das mehr so Hamburg-Speicherstadt oder Paris im Eiffelturm drin? Wenn wir jetzt so ein bisschen, und wir verlassen mal die hyperrealistische Ebene, die tatsächlich sehr anstrengend wäre, und gehen mal so ein bisschen Free-to-Play-mäßig. Würdest du jetzt krank an der Themse im Big Ben wohnen oder in Sizilien an der Küste in so einem kleinen Häuschen? Also tatsächlich, wenn ich es mir komplett aussuchen dürfte, dann würde ich in New York direkt am Central Park wohnen. Also jetzt mal ganz, das ist jetzt ganz, ganz platt, aber ja, das wäre glaube ich das, wo ich, wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, es ist absolut egal, wie viel es kostet, ich schenke dir deinen Traumwohnplatz und ich bezahle alles, dann würde ich sofort sagen, alles klar, Kollege, ich zahle dafür den Flug nach New York und dann gucken wir uns da ein paar Wohnungen an, ich finde da was. Das Central Park, aus welchem Grund? Ich bin einfach seit klein auf tierisch fasziniert von der Stadt New York. Es ist
Ich habe keine wirklich konkreten Lebensziele, außer zwei. Ich möchte einmal in irgendeiner Art und Weise so bedeutend sein, im positiven Sinne, dass über mich ein Wikipedia-Artikel geschrieben wird, und ich möchte unbedingt mal nach New York, sei es als Tourist oder vielleicht sogar beruflich, vielleicht sogar da eine Zeit lang leben. Das wäre mein großer Traum. Und ja, Central Park ist halt so ein bisschen, du hast zwar diese riesen Großstadt, aber du hast zumindest so ein bisschen was Grünes noch vor der Nase. Das wäre dann mein Kompromiss für meine Dorf-Vergangenheit. Sehr nobel von dir auch, ja. Sehr bescheiden. Ja, absolut. Du willst einfach nur was Grünes. Deswegen halt das Penthouse am Central Park, ja. Ja. Das wäre tatsächlich meins. Wo würdest du dich hin verschlagen? Oh, also in diesem Spiel jetzt oder in echt? In dem Spiel. Wir driften gerade so ein bisschen ab. In dem Spiel würde es mich übrigens auch nach New York verschlagen, weil da wird die Luzi abgehen, sag ich mal. Ja, in dem Spiel ist natürlich schwierig. In echt würde ich natürlich sagen, okay, Sri Lanka an die Küste, ich baue mir ein Holzhaus, ein relativ großes, wo ich so eine Bibliothek einrichte und da ganz in Ruhe, während das Meer vor sich hin rauscht, meine Bücher lese und meinen Lebensabend verbringe, der bei mir so ab 26 anfängt. Das ist ein sehr langer Abend, sag ich mal. Das wäre, glaube ich, in einem Spiel relativ lame. Da würde ich halt ein bisschen mehr Action bevorzugen. Von daher würde ich wahrscheinlich pendeln zwischen Prag, Budapest, Trujillo in Peru und USA ist halt so ein bisschen das Zentrum, ne? Also wenn irgendwas abgehen soll in Spielen, Filmen, dann ist es meistens USA. Wahrscheinlich Hollywood, LA. Ja. Ja, ich würde tatsächlich auch sehr viel reisen. Eine Villa, glaube ich, ja. Lustigerweise bin ich im echten Leben nicht so der riesen Fan vom Reisen, aus ökologischen und ökonomischen Gründen. Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. Würde aber, glaube ich, in dem Spiel, wenn das alles so hyperrealistisch ist, tatsächlich sehr gerne reisen. Und dann würde ich mich nach Rhodos aufmachen und da auf den Spuren des Kolos wandeln. Ich würde mir die ganzen Weltwunder angucken. Stopp. Der ist ja, ich habe die Story nicht ganz im Kopf, verschwunden, ne? Mhm. Gigantische Steinstatue, mega Hammer, super geil, in Game of Thrones sogar Hommage gehabt. Der ist ja einfach verschwunden und angeblich war er da. Glaubst du, das Spiel ist so realistisch, dass es quasi berechnet, wo der Rhodos hingewandert ist und du den entdecken kannst? Das wäre schwierig, wenn man heutzutage davon ausgeht, dass er eingeschmolzen und verkauft wurde. Vielleicht liegt er auch einfach direkt davor auf dem Meeresgrund. Der ist einfach umgefallen. Man hat halt schon gesucht. Niemand hat nachgeschaut. Nee, man geht davon aus, dass der tatsächlich über Ägypten dann in die Welt verkauft wurde in Einzelteilen. Was eine unfassbare Tragödie ist. Du könntest auch versuchen, in diesem Spiel in das Bauwesen zu gehen und den neu aufzubauen. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich machen würde. Und ich finde, das ist perfekt. Ich finde, es muss unbedingt ganz, ganz eine Hülle riesen viel Achievements geben. Also wirklich, ich rede hier von komplettem Kleinscheiß. Jedes einzelne Land einmal besuchen. Du bist in Andorra gewesen, okay, Achievement, du hast Andorra gesehen. So, warst in der Hauptstadt von Andorra. Du hast die Hauptstadt von Andorra gesehen. Natürlich nicht für jede Stadt, aber so für die Hauptstädte und für die Länder. Dann natürlich für die Kontinente. Dann für berühmte Städten. Du warst Stonehenge, okay. Du warst am, keine Ahnung, Ground Zero, okay. Was am Brandenburger Tor? Zack, Achievement. Für super viel Scheiß. Ich möchte für jeden Scheiß Achievements haben wollen, sodass es Menschen kaum möglich ist, unter 10 Jahren die Platinum-Trophäe zu kriegen. Es muss richtig schwierig sein. Noch länger. Ich persönlich möchte alle Minispiele. Ich gehe zum Olympiastadion in Berlin. Ich möchte Angebote bekommen. Hier, spielen Fußballspiel. Ich gehe zur Rennstrecke in Budapest oder in Monaco. Hier, fahren Formel-1-Rennen. Also diese Spiele müssen alle drin sein im Prinzip. FIFA Formel 1 muss in einer anderen alternativen Version implementiert sein in das Spiel, mit dem eigenen Spielsystem. Ich gehe zum Minigolfplatz nebenan. Ich bekomme angeboten, Minigolf-Minispiel zu machen. Ich treffe mich mit Heinz und Peter zum Skat-Spielen. So, ich will ein Skat-Minispiel in meiner kleinen Wohnung irgendwo in Saarstedt oder sowas. Die du dir auch einrichten kannst. Die ich auch einrichten kann. Um das Ganze mal realistisch zu halten. Ja, du kannst nicht in jedes Haus rein. Okay. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt schon das, ne? Aber du kannst da rein, wenn du es gekauft hast. Oder die Wohnung gekauft hast. Dann kannst du sagen, okay, jetzt kann ich da reingehen und kann mir das da einrichten. Kannst dir auch Leute einladen, hast du dann irgendwann so ein riesen Organigramm von Beziehungen untereinander? Oh, zu dem warst du irgendwann mal nicht nett. Oh, bei dem hast du die Freundin irgendwann mal flachgelegt. Oh, ganz schlecht, die mögen sich jetzt nicht.
Dafür bist du aber in dem Freundeskreis sehr beliebt, mit denen könntest du was starten. Oh, ihr habt beide die gleichen Vorlieben, ihr seid große Technik-Freaks, vielleicht macht ihr eine Firma. Zack, Firma, reich und du baust den Kolos von Rhodos auf. Und da gibt es hunderte Stats, die du im Auge behalten musst. Das Witzige ist gerade und das Traurige, das ist ja wie im realen Leben, ne? Also es gibt so viele Sachen und du kannst nicht alle im Auge behalten. Das heißt, angenommen, du reist jetzt viel und bist technisch sehr viel unterwegs in diesem Spiel und machst da ganz viel und plötzlich hast du aber vergessen, Loyalität der Frau gegenüber ist ja auch eine Fähigkeit und die hast du vernachlässigt und deine Frau geht einfach mit dir, also mit wem anders fremd, so geht dir fremd, so. Und plötzlich hat deine Frau dich im Spiel betrogen, weil du nicht gut genug zu ihr warst. Es ist eigentlich traurig, dass wir uns so sehr darüber freuen, dass man dieses Spiel spielen sollte, wenn es doch eigentlich das Leben ist. Auf der anderen Seite, ja, aber da kann man schon ein anderes Risiko eingehen, wenn es halt ein Spiel ist. Und ich glaube, was mir im Leben, und das klingt jetzt sehr, sehr komisch, aber was mir im Leben fehlt, sind Stats, Statistiken. Meine persönlichen Statistiken. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin ausdauermäßig echt ein Wrack, dann ist das ein Statement. Aber ab wann bin ich kein Wrack mehr? Weiß ich nicht. Lohnt es sich darum zu bemühen, dass das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dass ich da ein Wrack bin? Debatable. Wenn ich jetzt aber ein Stat habe, okay, du bist bei 10 von 100, dann kann ich sagen, okay, muss ich mir ja ein bisschen ranhalten, machen wir erstmal 15. Oh, ja, ist besser, machen wir jetzt aber auf 20. So, mit Stats ist alles besser. Es ist alles besser, mit Fähigkeiten, mit Stats und mit Achievements. Und Statistiken. Also ich habe schon früher in der frühen Schulzeit gedacht, wenn ich jetzt so ich könnte in meinem Leben ins Pause-Menü gehen, quasi draufklicken und dann kommt Streits, die ich gewonnen habe. Meter, die ich gelaufen bin. Das finde ich schön, dass das Erste ist, was dir einfällt. Das sind nicht besonders viele, die kann man, glaube ich, noch nachzählen. Alles, also zu jedem Kack, wie oft, keine Ahnung, habe ich den kleinen Finger in meinem Leben gekrümmt. So, kriege ich einen Stat 427 Mal. Nicht besonders viel, wahrscheinlich ein paar Mal öfter. Aber ich möchte zu allem die Statistik haben. Und auch ja, das fehlt mir im realen Leben. Und ich glaube tatsächlich Kostenfrage. Also warum ich es nicht im realen Leben mache. Ja, Kosten und Risiko, was aber oftmals einhergeht. Ja, was heißt Risiko? Corona einmal mehr ausgenommen, aber... Klar. Ja, was soll passieren? Also wo, jetzt klar, beruflich oder so, ich gebe meinen Job auf und werde das und das in der, ja, ja, der das, Stadt. Also das meinst du mit Risiko? Ich mir dachte jetzt Lebensrisiko eher. Ach so, nee. Ich meine schon wirklich sowas so, ja, ich gebe meinen Job auf und keine Ahnung, ziehe jetzt durchs Land und mache nur das, worauf ich Bock habe. Ja, das ist in der Theorie eine super schöne Idee, aber leider für die meisten Menschen krasse Utopie. Das Problem ist ja auch, dass du im Spiel quasi einfach ein neues Spiel drücken kannst. Und du hast ja im Leben leider nur einen One, wenn man so will. Und ja, ist blöd, wenn du den One verkackst. Ja, es schadet auch nachhaltig dann. Auch dem One, ja. Ja. Der ist dann vorbei. Ja. Ja, ja. Ja, wer weiß. Also vor 20 Jahren war absolut unmöglich, was heute alltäglich ist. Wer weiß, was in 20 Jahren doch in der Spieleindustrie machbar ist. Vielleicht gibt es irgendwann sowas. Auch mit so einem Ready Player One Suit, den du dann anhast, dann stehst du auch auf so einem Laufband und schwitzt und bekommst Wasser ab, also gefühlt, weil die Sensoren dir das anzeigen, du springst ins Wasser und du bist nass, es ist sehr heiß, du schwitzt und so weiter. Dass du im Prinzip die Welt nachspielst, super, super hyperreal, ohne in der Welt zu sein, finde ich super. Ja, absolut, das wäre geil. Ja, das ist eine ganz komische Vorstellung hier, das war sehr absurd. Weird, aber irgendwie... Sehr überlappend mit ja, der Realität. Ein bisschen traurig, glaube ich auch. Ja, also es lässt mich jetzt nicht wirklich positiv gestimmt zurück. Nicht wie die letzten, nee. Nee. Nächstes Mal gibt es wieder einen fröhlicheren Traum. Absolut. Es muss auch mal Albträume geben. Definitiv. Allerdings lassen wir euch nicht in dieser Trauerstimmung aus dieser Folge weichen. Wir haben noch den Ausblick auf den Monat Mai. Ja, liebe Mirko, vielen Dank für diese smoothe Überleitung. Beginnen wir doch mit der Vorschau auf die Games im Jahre 2021, Monat Mai. Am 7. eben diesen Monats, also ich muss diese Verklausulierung lassen, ich stecke da selber nicht durch. Am 7. Mai erscheint das lang erwartete Resident Evil Village, auch genannt RE8.
Resident Evil 8. Am 14. Mai könnt ihr euch Mass Effect die Legendary Edition holen. Das ist das Remaster der originalen Trilogie. Sehr zu empfehlen. Ebenfalls am 14. Mai erscheint die Fortsetzung des erfolgreichen Indie-Titels Subnautica, Subnautica Below Zero. Am 18. Mai erscheint das beliebte PS4-Spiel Days Gone endlich auch für den PC. Zwei Tage später, am 20.05. erscheint Frozenheim. Das ist ein Aufbaustrategiespiel, spielt zur Zeit der Wikinger und erscheint für PC. Einen Tag später gibt es dann für die Besitzer der Switch und des 3DS ein RPG-Adventure namens Miitopia, wo ihr mit eurem eigenen Mii als Protagonisten spielen könnt. Am 25. Mai erscheint abschließend noch Biomutant, ein Action-RPG für PC, PS4 und die Xbox One. Dann mache ich mal gleich mit den Filmen weiter. Da haben wir im Prinzip ähnliche Sachen wie im letzten Monat, weil die alle vor sich hergeschoben werden. Deswegen mache ich das kurz. Für den 6.5. sind derzeit Mortal Kombat und Kings of Hollywood. Das ist die Komödie mit unter anderem Zach Braff angekündigt, aber mit Vorsicht zu genießen, da die, wie gesagt, auch schon für vorige Monate mal angekündigt waren. Auch am 6.5. soll Tom and Jerry kommen, die schon länger angekündigte Halbrealverfilmung der beiden. Am 20.5. ist der Oscar-Kandidat Promising Young Women mit dem deutschen Zusatztitel Rache war noch nie so süß angekündigt und auch Wrath of Man, der Film mit Jason Statham, den wir hier auch schon besprochen haben im Podcast, der im Deutschen, falls ihr Wrath of Man nicht findet, übrigens Cash Truck heißt, was auch leichter auszusprechen ist. Und am 27.5. kommt der Film Fallen. Das ist ein Drama und gleichzeitig das Regiedebüt von Viggo Mortensen, der den Aragorn in Herr der Ringe gespielt hat. Und von den Filmen smooth rüber zu Netflix. Die haben auch einiges auf dem Kerbholz. Im Mai, am 14. Mai, von mir persönlich sehr, sehr lang erwartet. Ich freue mich da tierisch drauf. Love, Death and Robots, Ausgabe 2. Was tatsächlich so genannt wurde, ich nenne es fortan jetzt weiterhin Staffel 2. Schaut euch unbedingt die erste Staffel an und bleibt auch dran. Schaut euch dann am 14. Mai die zweite an. Am 19. Mai geht es mit der viel geliebten Serie Who Killed Sarah weiter. Da gibt es dann die zweite Staffel. Und am 21. Mai ein ganz spannender Film. Army of the Dead von Regisseur Zack Snyder mit Dave Bautista und Matthias Schweighöfer of all people. Der Trailer ist draußen, schaut euch gerne mal an. Strangest Thing. Ich bin gespannt, weil es recht absurd ist. Dazu möchte ich dann jetzt weiterhin zu Amazon Prime Video kommen und jedem traurig auf die Schulter klopfen, der das abonniert hat, denn da ist echt nichts Ordentliches im Mai für euch da. Herr der Ringe kommt ja noch. Kommt ja noch. Disney Plus hat ein bisschen was. Da haben wir am 14. Mai New Girl, die Comedy-Serie kommt auf Disney Plus dann auch, Staffel 1 bis 7 komplett. Und am 21. Mai kommt die Dokumentationsserie Inside Pixar, für alle, die Pixar-Filme mögen. Das ist eine Hintergrunddokumentation, die in die Studios von Pixar blickt und so ein bisschen die Hintergrundprozesse aufarbeitet. Und natürlich am 4. Mai, am Star Wars-Tag, beginnt die neue Animationsserie von Star Wars The Bad Batch, das Spin-off von der Clone Wars Serie. Und das war dann der Monat Mai. Und das war dann auch unsere Folge. Folge 96 von Steinwurf im Glashaus. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr lasst vielleicht ein Däumchen da oder 5 Sterne. Vielleicht auch 4, je nachdem, wie es euch gefallen hat. 5 wären besser. Ihr könnt einen Kommentar da lassen. Ihr könnt uns abonnieren. Sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast. Als auch, kann man das auf Anchor? Nee, ich glaube nicht. Dafür allerdings auf Instagram. Auf Instagram auch. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Vielleicht auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr Anregungen habt, was wir vielleicht mal diskutieren sollen, was wir behandeln sollen, wenn ihr sagt, und ja, also ihr könnt auch schreiben, wieder Harry Potter, ja, kommt irgendwann. Versprochen. Wäre nicht das erste Mal, könnt euch da gerne einreihen. Das war's mit Folge 96. Mensch, das war doch mal wieder ein Fest. Auf jeden Fall. Hast du noch? Und jetzt du noch mal bitte mit einem cleveren Satz zum Ausklang, der die Leute in dieser Woche begleiten wird. An apple a day keeps the doctor away. Das war alles, was dir einfällt. Du bringst mich hier spontan in so eine Scheißsituation. Was soll ich tun? Ihr habt es gehört, Leute, esst mehr Äpfel oder kauft euch Apple-Geräte. Das könnte Mirko auch gemeint haben. Das hat er sicherlich nicht gemeint. Sch-
Steinwurf im Glashaus.